Ein Wasserhahn beim Spielplatz beim Kulturhaus, wäre das für Sie sinnvoll? Ja, es wäre sinnvoll zum Wassertrinken und zum Händewaschen für Kinder, ganz sicher. Die andere Seite ist vielleicht zum Nachteil, wenn sie den Wasserhahn laufen lassen und sie sind verzuntert bis so spitznass, ist vielleicht nicht gerade angenehm, nicht für jedes Kind oder Kleinkind. Also ich finde es jetzt nicht unbedingt notwendig, weil man kann von daheim muss ein Wasser mitnehmen und es gibt eh viele Spielplätze, wo es ein Wasser gibt, und dann soll man halt dort reingehen. In Dornbirn beim Spielplatz bei der Innatura gibt es, wie man sieht, keine Beschattungsmöglichkeiten, auch dort, wo die Kinder sind. Was sagen Sie dazu? Sollte man hier etwas hinbauen? Ja, da mal Bänke versetzen, dass man wirklich die Sonne nicht im Gesicht hat, dass man hocken kann, es ist einfach zu heiß. Ich wäre dafür, weil da hat es echt keine Schattenmöglichkeit und sowieso noch zu wenig Bänke liegen auch noch. Also ein bisschen am Baum oder an Sonnenschirm. Weil ein Baum wächst ja nicht so schnell, oder? Müssen wir vorrangig noch etwas anderes machen. Wäre ich dafür, ja.